Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge League of Legends. Ich spiele es in letzter Zeit sehr häufig, deswegen kommt jetzt endlich mal eine Folge. Und wie ihr vielleicht schon seht an meinem Profil, hier Katze, da Katze, mein Ward ist auch eine Katze und sogar mein komisches Club-Dings-Symbol hier ist eine Katze, werden wir heute Yuumi spielen. Ich bin gerade Platin 3 mit 70 LP und wie man in meiner Match-History vielleicht sehen kann, spiele ich auch sehr viel Yuumi. Es sei denn, sie wird mal gebannt oder vom Gegner gepickt, dann spiele ich auch mal Braum und zwar sehr, sehr schlecht hier, 056 und so. Aber ja, wir spielen heute Yuumi im Ranked natürlich, nicht so wie... LOL. Okay, was ist schon wieder kaputt hier? Alles kaputt? Nice. Aha, gut, logge ich mich halt neu ein. So, funktioniert hier doch alles, okay. So, erster Tipp, den ich euch geben kann für Yuumi, nehmt niemals Flash mit, es sei denn, der Gegner hat irgendwie Blitzcrank oder sowas, dann nehme ich gerne mal Flash mit, aber an sich braucht ihr kein Flash, weil ihr sowieso immer auf irgendeinem Champion drauf seid, deswegen nehme ich eigentlich immer Exhaust und Ignite mit, außer mein AD Carry verlangt von mir, dass ich Heal mitnehme, aber ich kann nicht so gut mit Heal umgehen, deswegen bleibe ich lieber bei Exhaust. Bei meinen Runen sieht das so aus, dass ich Airy mitnehme. Ich habe auch ausprobiert mit Arcane Comet. Der ist ganz geil, aber ich finde den Schild von Airy einfach viel zu geil für Late Game und sowas. Deswegen bleibe ich bei Airy. Ich habe auch mal ausprobiert, hier nicht auf den Precision Part zu gehen, sondern auf den Resolve Part zu gehen und quasi mehr Schild und Heilung zu geben. Und aber auch schneller pushen zu können. Da gibt es so zwei Runen. Aber am besten fand ich jetzt für mich tatsächlich den Klassiker hier bei Position für Presence of Mind und Cutdown. Übrigens ganz wichtig, wenn ihr auf Cutdown geht, hier unten bei Defense auf jeden Fall Armor oder Magic Resist reintun und niemals Leben. Denn umso mehr Leben ihr habt, umso weniger macht ihr mit Cutdown Damage tatsächlich. Und ja, mir ist durchaus bewusst, dass Yuumi nur eine 42%ige Winrate hat. Ich bin gerade bei 55%, glaube ich. Und genau aus diesem Grund möchte ich euch auch einfach mal zeigen, wie ich Yuumi spiele. Natürlich cool als erstes am höchsten skillen. Und danach kommt darauf an, auf den AD Carry tatsächlich, wie ich dann mein Bild mache und auch wie ich mich skille. Wenn mein AD Carry richtig geil ist, dann skille ich auch gerne einfach mal W, weil das adaptiven Damage gibt. Und ansonsten, Standardbild ist natürlich cool als höchstes und E am zweithöchstes. Allerdings, Zoomies, also hier ihr E, bringt jetzt nicht wirklich viel. Mein allererstes Item ist meistens eigentlich Athenis Unholy Grail. Das kompensiert halt diese schwache Heal-Leistung von Yuumi sehr, sehr gut. Weil da musst du einfach nur poken und poken kann Yuumi halt richtig geil. Und wenn sie dann einmal gepokt hat, dann heilt sie auch sehr, sehr viel. Von daher, Athenis eigentlich immer mein erstes Item. So, dann ein Fehler, den ich sehr, sehr häufig auf der Lane sehe, dass Yuumi-Spieler die ganze Zeit einfach nur in ihren AD Carry drinne sitzen und quasi gar nichts machen. Dabei wäre es viel besser, wenn ihr ab und zu mal rausgeht und auch mal die Gegner angreift. Ich meine, dafür ist eure Passive ja quasi... Okay, er hat gewordet. Dafür ist eure Passive ja da, dass ihr auf eine größere Distanz tatsächlich angreifen könnt und sogar ein Schild bekommt. Also selbst wenn der gegnerische AD Carry euch dann einen mitgibt, dann habt ihr meistens trotzdem den Trade gewonnen. Hier, ich zeige euch das einmal, ihr greift... Okay, ich hab dich getroffen. Whatever. Aber auf jeden Fall nicht die ganze Zeit in euren AD Carry bleiben, weil dadurch helft ihr nicht wirklich. Klar, die meiste Zeit seid ihr natürlich trotzdem in den Champion drin, weil ihr auch sehr, sehr angreifbar seid. Aber ihr könnt ruhig mal rausgehen, auch helfen, dass der AD Carry hier seine CS bekommt unter dem Tower. Heißt, da auch immer schön mit angreifen und die Minions quasi vorbereiten. Und einfach ein bisschen mit euren AD Carry zusammen mitspielen. Dass er hier nicht eine 1 vs. 2 Lane hat. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den Yuumi-Spieler machen, dass sie die ganze Zeit nur in ihren AD Carry bleiben und ihnen quasi gar nicht helfen. Und was macht man sonst als Yuumi? Natürlich immer seinen Q-Spam. Q-Bing. Dann immer schön ein Schild holen, damit könnt ihr halt auch euren AD Carry immer schön schilden. Und ja, einfach den Gegner ein bisschen harassen. Ihr müsst nicht mal aktiv irgendwas machen, ihr müsst einfach nur, wenn sie wenig Leben haben, in die Richtung von den Gegnern gehen. Und dann ziehen die sich meistens schon selber zurück. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen viel Damage geschluckt. Ihr solltet auch vermeiden, euch andauernd selber zu healen. Ihr healt ja irgendwie auch, wenn ihr in euren AD Carry drinne seid. Und vielleicht noch als kleinen Tipp, immer mindestens einen dieser Heilungsdinger aufbewahren, falls irgendwie der gegnerische Jungler ankommt, damit ihr zumindest den Speed-Effekt von der Heilung noch habt, damit euer AD Carry auch weglaufen kann. Das sehe ich nämlich auch sehr, sehr häufig, dass Leute quasi permanent heilen, nur weil ihr AD Carry mal ein paar Leben verloren hat. Deswegen, ich würde immer einmal Zoomies mindestens behalten für den Rückweg. Mit Ezreal ist das jetzt aber sehr, sehr nett, möchte ich sagen. Weil wir beide halt die ganze Zeit poken. Yuumi ist halt echt eine Poke-Lane. Kann ja mal erzählen, was meine Lieblings-AD-Carries sind, mit denen ich spiele. Xayah finde ich sehr, sehr gut. Kaiser, das sind halt die Standard-AD-Carries.
oder halt alle AD Carries, die von Anfang an sehr, sehr aggressiv sind. Ezreal ist gar nicht so in den Top AD Carries, die ich so mag. So, dann haben wir auch gleich wieder einen Kill. Ist das nicht super nett? Einfach mal ignited. Und sie haben hier geflasht und geheilt und alles Mögliche. Ja, und jetzt können wir quasi auch schon zurück. Wenn ihr merkt, die gegnerischen Leute sind gerade weggegangen, dann könnt ihr euren AD Carry auch helfen, die Minions hier ein bisschen zu pushen. Allerdings nicht so weit, dass er die Minions halt gar nicht mehr bekommt, sondern nur so, dass er sie dann auch noch, ja, hitten kann. Und immer Control Wards kaufen, Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. Eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Ich versuche immer, 2 Control Wards auf jeden Fall in der Tasche zu haben, weil die wirklich richtig wichtig sind. Viele sagen immer, ja, Control Wards, die sind zu teuer. Dabei kosten die nur 75 und du kaufst vielleicht, wenn es hochkommt, so 7 Control Wards pro Game. Und 7 mal 75 ist gerade mal, keine Ahnung, 600 Gold oder sowas über ein ganzes Spiel hinweg. Also das ist wirklich eigentlich gar nichts. Ansonsten pushen, pushen, pushen. Gerade jetzt, wo es diese neuen Plates hier gibt bei den Towern, sollte man das auf jeden Fall machen. Der kommt hier was an. Was soll das denn? Oh, da kommt noch mehr. Okay, ich bin weg. Tschüss, Ezreal. War schön mit dir. Ja gut, da kannst du nichts viel machen, wenn da 2 Leute ankommen. Das ist halt auch so eine Sache. Zu wissen, wann man aus seinem Wirt quasi, weil er ist ja quasi ein Parasit als Katze, wenn man aus seinem Wirt rausgeht, um den Gegner nicht einen Double Kill zu geben. Man muss einfach sehen, wann sein Wirt stirbt und man ihn auch nicht mehr helfen kann. Und dann muss man halt im richtigen Moment einfach rausgehen. Sonst helft ihr den Gegner einfach nur richtig viel, weil alleine könnt ihr nicht wirklich viel machen. Oh, dieser Damage. Dieses Kuh ist so toll. Ich liebe es. Ah, wieder rausgehen, wieder ein Schild geben. Bisschen Ultin hier, damit der Gegner auch ulten muss. War jetzt vielleicht nicht die allerbeste Ulti, aber Lulu hat wenigstens auch geultet. Und richtig cool ist auch, man kann mit seinem Q natürlich sehr gut scouten. In den Büschen, ob da jetzt ein Gegner drin ist oder sonst was. Okay, mein Freund, lasst uns angreifen. Okay, nicht so cool. Und er ist sogar noch gestorben. Holy crap. Ich habe immer noch die Lulu bekommen. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Ich kann mir Athenis noch nicht kaufen. Das ist wirklich ein Power Spike, sobald man Athenis hat. Dann heilst du nämlich so viel gegen. Da ist aber natürlich auch schlau von den Gegnern, dass sie jetzt MF gepickt haben. Das countert mich ein bisschen. Denn die macht ja, glaube ich, dieses Grievous Wounds auf den Gegner, nicht wahr? Wenn sie normal angreift. Ja, ansonsten hängt das halt stark davon ab, was ich für einen AD Carry habe, wie ich dann weiterbilde. Athenis ist eigentlich immer das Erste. Wenn ich jetzt einen sehr Attack-Speed-lastigen AD Carry habe, dann kaufe ich mir auch gerne Arden Sensor. Als mit Ezreal hole ich mir das jetzt nicht so gerne. Oder wenn ich einen Tanky-Dude habe, der sehr gefeedet ist, dann hole ich mir auch gerne mal Zekes. Oder wenn ich merke, ich habe zu viele Kills bekommen in der Laning-Phase, so wie jetzt zum Beispiel, ich habe 2 Kills schon bekommen, dann gehe ich auch gerne voll auf AP. Das ist das Schöne. Bei Yumi kann man eigentlich mehrere Routen gehen. Oh, Dude. Mann, als ob. Okay, Lee, kommst du bitte her? Kommst du bitte her? Danke. Holy moly. Los, töte sie. Ich kann nichts machen. Wenn ich rausgehe, bin ich tot. Okay, sehr gut, Lee. You did good. You did good. Very good, my friend. You are very, very nice. I like you pretty much. Danke, danke, netter Dschungler. Komm, holen wir uns eine Platte, Lee. Holen wir uns eine Platte für 80 Gold. Nom, nom, nom. Oh ja, das schmeckt gut. Oh, oh, lecker, lecker. Vielleicht noch eine zweite? Oh ja, lecker. Oh, das schmeckt ja richtig gut. Oh, schöner Thunfisch hier. Thunfischturm für Yumi. Komm, nein, die Platten sind weg. Ist ja unfassbar. Das ist auch so ein Fehler, den ich bei vielen Leuten sehe, die Yumi spielen, dass sie einfach die Platten nicht angreifen. Ultra strange. Ihr könnt auch mal aus euren Leuten rausgehen, will ich damit sagen. Ihr müsst nicht die ganze Zeit in dem Champion drinne bleiben. Vor allem, ihr müsst auch nicht die ganze Zeit im AD Carry drinne bleiben. Am besten einfach in dem Dude drinne bleiben, der gefeedet ist. In diesem Fall ist das momentan der Lee hier. Oder halt in den, der den meisten Damage macht, wer halt euer Carry ist tatsächlich. Also da habe ich auf jeden Fall für mich erkannt, dass ich damit am besten fahre. Ja, danke! Töten wir sie! Töten wir sie alle! Sehr gut. Ich rette dich! Ich rette dich! Kein Ding! Lauf, mein kleiner Ezreal! Okay, tschüss. Tja, schwierig, würde ich sagen. Immer schön Schild holen, also auch immer mal rausgehen aus den Leuten und ein Schild holen. Okay. Denn damit unterstützt ihr doppelt. Boop, tot. Das war ein sehr schöner Coup auf jeden Fall von dem Lee. So, der hat keinen Mana mehr. Den sollten wir auf jeden Fall auch bekommen. Da ist er.
Da ist er doch. Da ist er doch, der Kleine. Und immer schön mit angreifen. Ha, guck, er hat mich ge-exhausted. Ja, selbst schuld. Kleine Kitty Cat! Ich bin sehr furorig. Oh, okay. Rette dich, alles cool. Ich als kleine Kittykatze, miau, 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 besiege diesen bösen, bösen Drachen. You look like unscratch furniture. Ich hoffe, der Lee hat noch einen Ward dabei, dass er gleich über die Wall jumpen kann. Oh, shit. Los, spring rüber, ich hab nix. Er hat keine Wards. Danke, Ezreal. Das hätte ganz blöd enden können hier. Achso, und ganz wichtig ist auch Darkseal als Yumi, weil man irgendwie eigentlich immer irgendwie Assists bekommt. Du musst ja nur auf den Leuten drauf sitzen und wenn dann irgendwas passiert, kriegst du schon einen Assist. Und was ich vielleicht noch sagen kann, als Yumi niemals Schuhe kaufen. Wenn man schneller sein möchte, dann holt man sich Meiais, weil man da ja ab 10 Stacks auch einen Boost bekommt, einen Laufboost. Aber das ist auch das Einzige, könnte ich mir eigentlich auch mal kaufen hier. Ab 10 Glowy bekommt man nämlich 10% Movement Speed. Und das ist, 10% Movement Speed ist quasi wie die normalen Schuhe. Los, Lee, lauf! Lauf, mein kleiner Lee! Wir müssen sie alle retten! Ich rette dich! Den Ezreal nicht, weil wen kümmert Ezreal? Ist ja nur mein AD Carry. Oh, shit. Okay, hier! Ich habe ihn exhausted. Eventuell. Aber der Lee ist ganz geil. Komm, die killen wir. Ich bin tot. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Aber alles cool, denn ich bin der Beste. Ja, los, soll sie doch rüber jumpen. Warte, den kriegen wir auch noch hier. Pow! Ja, springe daher. Kriegst du tot. Okay, ja, cool. Läuft. Ach ja. Ja, also als Yumi lässt man sich irgendwie carryen, aber hilft den anderen, dich zu carryen. Das ist halt, ja, das ist die Essenz eines Supportspielers. Als Supportspieler kann man nett sein und immer mal ein Emote rausschicken. Ich habe richtig tolle Emotes, Leute. Ich habe hier ein Hündchen-Emote. Das passt perfekt zur Katze, wenn ich auf einen Typen raufgehe. Weil ich der beste Freund des Menschen bin, ja, ja. Oder des Champions in diesem Fall. Wieso hat er so viel Damage gemacht? Holy moly. Sehr gut. Okay, ich glaube, ich bleibe auf Katharina. Die macht ja so viel Damage. Hup. Ja. Erwischt. Ja, kriegen wir auch locker. Ey, das war mein Double Kill. Blöde Kuh. Klaut die mir hier mein Double Kill. Unfassbar sowas. Können wir hier mal wieder unseren AD Carry ein bisschen heilen. Wenn ihr Athenas habt, dann übrigens erst heilen, sobald ihr einmal gepokt habt. Ihr seht jetzt hier unten, ich habe 186 Damage gemacht quasi. Und wenn ich jemanden heile, dann geht das runter auf 0 oder was auch immer, wie viel. Je nachdem, wie viel Damage die Gegner bekommen haben. Und dann heilt man die halt krasser. Also ich eigentlich immer erst heilen, wenn man mit Athenas auch ein bisschen Poke gemacht hat. Sonst lohnt sich das halt gar nicht. Ja, ihr seht schon, ich habe kaum was gemacht, aber habe hier einfach 23 Stacks auf meinem Meiais. Mit 25 ist das Maximum. Mehr ist lohnt wirklich mega krass. So, dann bleibe ich mal wieder bei meinem Lieblings-Champion hier. Ja, töte sie alle! Töte sie, meine Geliebte! Alles töten, ja, sehr gut! So, hier, die kriegen wir auch noch. Ich kann dich nicht heilen, das tut mir sehr leid. Aber sie hat zumindest einen Triple Kill rausgehauen. Hier nochmal igniten, warum nicht? Und ihr seht schon, ich heile hier halt mega viel. War sogar ein Ace, ne? Krasser Scheiß. Ihr wollt Nasher machen? Na, ob das so gut ist? I don't know. Naja, die Gegner sind tot. Was soll schon groß passieren, nicht wahr? Be afraid of the almighty 25 stacks me, ya Yumi. Miau! Ab und wieder tot. GG. Okay, die holen wir uns. Los, meine almighty... Oh, die sind einfach rübergejumpt. Wie können sie das denn machen? Komm, die kriegen wir. Da sind Sachen. Hier, töte sie alle. Pow, 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 pow. Nein, nicht sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Okay, okay. Ich hab sie jetzt noch getötet. Das war aber wieder eine sehr schlechte Ulti von mir. Meine Ults in diesem Spiel sind momentan nicht so gut, möchte ich sagen. Aber für den Sieg langt das allemal. Was übrigens auch richtig geil an Yumi finde, die hat 10 Minuten an Text, den sie sagen kann. Vielleicht sagt sie gleich auch mal was, wenn wir wieder am Leben sind. Halt alles Mögliche. Je nachdem, auf welchen Champion du drauf bist, gibt es da Special-Texte. Oder wenn sie wiederlebt. Hier jetzt.
again. Ah, is it time to save the world again? Yumi ist einfach so knuffig. Ja, und sollst immer Positivität ausstrahlen, Leute. Sei es durch irgendwelche Emotes oder durch Miau-Schreiber-Links im Chat. So, meine nächste Ulti fail ich aber mal nicht. Ich bleib bei meiner Katharina. Ich mach die jetzt zur verrückten Katzenlady. Mir doch egal, was sie sagt. Okay, Lee, okay. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Ulti! Die Ulti war gut! Die Ulti... Okay. War trotzdem eigentlich ganz gut. Da war halt leider... Ach du Scheiße. Lauf! Nein, ich will nicht sterben! Nein, rettet die Katze! Scheiße, ja, jetzt sind die natürlich... Ist die schon Level 16? Oh, die ist schon Level 17. Die Kayle. Das wird jetzt natürlich anstrengend. Das ist halt das Blöde an Katharina. Wenn sie einfach reingeht und sofort gestunt wird, dann ist sie nutzlos. Und wenn dann noch die Gegner natürlich eine Kayle haben, die macht, dass jemand unzerstörbar ist. Uff, und die MF ist auch sehr gefeedet. Holy crap. Das kann auch echt eklig werden hier. Okay, die spielen aber ein bisschen besser im Team gerade. Vor allem der Saiyan scheint die ganze Zeit nur Split zu pushen. Und die Katharina scheint einfach die ganze Zeit rein zu jumpen. Toll. Jetzt wollen die den Nesha überlassen und stattdessen pushen. Okay. Whatever. Das sieht jetzt aber wieder nicht so gut aus. Das Blöde ist, gleich kommt auch noch der Elder Dragon. Mann, wie die auch immer einfach nur reingeht. Das ist so dumm. Schade. Aber die kriegen wir jetzt tot hier. Ja. Nein, bleib! Ja, ich habe eine gute Ulti gemacht. Ich bin so stolz auf mich. Wir haben leider Elder bekommen. Das ist ein bisschen kacke. Aber die wichtigen Leute von denen haben es zum Glück nicht. Heißt, MF und Kayle haben keinen Elder. Und ich kann mir Rabatbots kaufen. Yeah. Aber was haben wir denn so schönes? Wir haben 600 AP. Und unser W ist auch fast voll. Oh, das wird jetzt krass. Warte mal. Lass uns doch mal gucken, wie krass wir die Katharina hier unterstützen. Die hat 550 AP. Wir haben also mehr als sie. Mit uns hat sie 680. Wir geben ihr einfach 130 Ability Power. Nur weil unser W so krass ist. Heftig, oder? Das ist sowieso das Geilste an Yumi. Dass die Leute so pushen kann am Ende, nur mit ihrer passiven W. Sie ist süß, sie ist knuffig, sie stirbt nicht häufig, sie kann richtig krass heilen. Ha, okay, zumindest die Ulti von Kayle rausgehauen. Hat meine Ulti bei euch gebracht. Ist das nicht toll? Und die hat kaum Abklingzeit, das ist auch das Geile. Macht den Tower kaputt. Sehr gut. Ja, sollten wir haben. Nein, Katharina, du bleibst schön am Leben. Ja, haben wir. Haben wir doch easy. So, dann noch hier schön die Dinger spammen. Beste Yumi aller Zeiten. Oder so. Und vor allem, ich hatte in diesem Teamfight zweimal meine Ulti quasi. Weil das einfach nur 40 Sekunden Abklingzeit hat. Das ist viel zu heftig. Ja, stirb. Gewonnen. Ohne viel zu machen. Okay, das war eine sehr komische Folge League of Legends. Ich glaube, ich habe auch viel zu viel erzählt. Aber war denn gut hier. Der ist cool geblieben, der Ezreal. Der hat am Ende gut Kills gemacht und auch gut Schaden. Ja, und so einfach bekommt man ein S- an Yumi, ohne viel damit zu machen. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen helfen. Mit ein paar Tipps oder sowas, falls ihr irgendwie mit Yumi nicht wusstet, was ihr machen sollt. Guck mal, wir haben sogar 32.000 Damage gemacht. Das ist genauso viel wie die Kayle. Wir haben mehr Damage gemacht als der TF von den Gegnern. Und ich kriege auch immer irgendwie voll viele Honors. Keine Ahnung warum, aber wahrscheinlich, weil Katzen einfach sehr beliebt sind. Ja, dann würde ich sagen, was das mit dieser viel zu langen Folge. Mal gucken, wie ich es zusammenschneide. Und dann, wenn euch hat gefallen, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.